Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Abenteuers in der Go Battle League. Neue Woche, neues Glück. Nicht der Schilling ist zurück, aber Regibanks Videos sind wieder da. Okay? Und ich muss mich an der Stelle nochmal entschuldigen, dass es so eine kleine Pause gab zwischen dem letzten Go Battle League Video und dem aktuellen Video. Ich war gerade dabei, ich habe den Abend heute damit verbracht, mein neues Handy für die Aufnahme aufzusetzen, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Also ich krieg's mit der Elgato nicht verbunden, das ist das Nord 2. Ich habe gelesen, dass es anscheinend nicht mit USB 3.0 funktionieren soll. Jetzt habe ich diverse Dinge ausprobiert zum Aufnehmen, die haben nicht funktioniert, aber erstmal, wir gehen jetzt heute in die Hyperliga Remix. Der Grund dafür ist, die reguläre Hyperliga, ich habe heute zwei Sets gespielt und du siehst da immer die gleichen Pokémon, zumindest in meinem Elo-Bereich. Und irgendwie finde ich das für die Videos nicht sonderlich spannend. Viel spannender finde ich es dann aber, dass man da einfach nochmal ein paar Pokémon nutzt. Ich habe jetzt aber für die reguläre Hyperliga meinen Arktos hochgezogen, weil ich das offscreen mal getestet habe die letzten Tage. Ziemlich cooles Pokémon auf jeden Fall, werden wir uns dann wahrscheinlich nächste Season dann erst angucken. Und ich habe ein aktuelles, besseres Giratina hochgezogen als das, was ich sonst in der Hyperliga genutzt habe. Das war ein Lucky, was auf 2468 gekommen ist. Total schlecht, aber es war halt damals relativ günstig für mich. Ich benutze einen Shiny Roselia. Das heißt, ich habe wieder das falsche Icon drin. Ich kenne meine Shinies nicht mehr, die ich benutze in der Go Battle League. Und wir haben Tornupdu. Da wird sich insbesondere liebe Benjamin freuen, dass ich das jetzt hier mal nutzen kann. Das ist auch im Remix Cup, wie ich gehört habe, ganz gut. Da spielt man es zwar bevorzugt mit Dunkelklaue anstelle von Einäschern, wie ich mitbekommen habe. Ich habe jetzt aber die letzten Sets, ich bin mit dem Team einmal 5-0 und einmal 4-1 gegangen, jetzt eben vor der Aufnahme. Ich habe halt auf mein Fendi geguckt, ob es gut läuft. Ja, und da hat einer schon ganz gut funktioniert. Es gab ein paar Situationen, wo dann die Dunkelklaue ganz cool gewesen wäre. Das war zum Beispiel gegen das Rüstungs-Mewtwo. Aber ansonsten fand ich einen Eschern definitiv nicht schlecht. Also ich habe, wie ihr bereits erwähnt, ich bin ja jetzt von diesem Handy hier, ja, mit der guten alten Spinnen-App. Das ist jetzt 3 Jahre alt, das ist ein Honor 10. Damals ziemlich, ziemlich gut gewesen, als ich das geholt habe. Hat einen super, super, super guten Job gemacht. Ich bin vom iPhone 4S, was ich zu dem Zeitpunkt 5 oder 6 Jahre hatte, insane, ja, bin ich umgestiegen auf das Ding. Das war ein total krasser Sprung, sage ich mal. Und ich bin sehr froh darüber, dass ich ihn damals gemacht habe. Es war August 2018, glaube ich, so ziemlich genau der erste. Und dieses Handy hat einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ja, es hat jetzt vor 1,5 Jahren, ist mir das irgendwann im Sommer beim Go-Spielen auf den Boden geknallt. Ja, vor 1,5 Jahren im Sommer ist auch witzig, wenn wir gerade im Sommer sind, ne? Ja, das war irgendwann im Frühling oder so. Ist das halt irgendwann, boom, einfach auf den Boden geknallt. Und das war ziemlich, ziemlich, ziemlich schmerzhaft, sag ich mal, okay? Und das hat leider auch nicht so gut. Ah, warte mal, noch normales Giratina ist hier in der Liga spielbar, ne? Das ist nicht so dolle. Das outpaced mich doch auch bestimmt. Okay, da muss ich ködern. Ich glaube, da muss ich definitiv ködern. Dunkelklaue wäre natürlich jetzt hier auch ganz cool. Und der Gegner schildert und wir wechseln einfach mal raus. Und ja, Gegner haut seine Energie raus. Das ist gut. Lassen wir mal durch. Na, abgeschwächter Spukball wird hier wahrscheinlich trotzdem richtig reinknallen. Ja, der ist abgeschwächt. Ne? Der in Anführungszeichen ist abgeschwächt. Ich schaffe sogar noch den Blättersturm. Perfekt. Und der Gegner hat schon ein Schild benutzt. Hm. Okay. Win Condition muss dann wahrscheinlich letzten Endes mein Apokalyp sein, denke ich, oder? Oder mein Tornuto vielleicht sogar. Ich glaube, ich muss hier in der Situation jetzt einfach mit Apokalyp runterfarmen. 3 Konfusionen kamen durch. Mewtwo braucht, glaube ich, 4 into 5, wenn ich mich nicht irre. 5 Psychoschock. Ja, aber auf jeden Fall, das Handy hat einen guten Job gemacht, okay? Und jetzt habe ich mir das Nord 2 geholt, das kam letzte Woche raus und irgendwie, wie gesagt, ich kriege das nicht verbunden, was total, total verwunderlich ist, warum das nicht funktioniert. Och, das ist richtig saftig. Ködern wir es jetzt die Frage? Ich drücke blind auf den Spukball, denke ich. Ja, ich drücke blind auf den Spukball. Weil ich den zweiten nach einer Bürde erreichen müsste. Oder? Ich glaube, den zweiten erreiche ich nicht nach einer Bürde. Doch. Spukball sind 55. Ist mal 100 Energie gecapped. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal Bürde einsetze, müsste ich den Spukball erreichen rechtzeitig. Perfekt. Und jetzt wäre es natürlich ganz cool, wenn ich die Dunkelklaue hätte. Weil dann könnte ich jetzt hier einfach wechseln und schnell runterfarmen. Aber
Habe ich halt nicht. Das heißt, wir müssen jetzt einfach so schnell wechseln und es ist ein Machomai und das kriegen wir relativ easy gesnackt. GG. Ja, der Köder am Anfang hat's gemacht. Giratina nimmt mich ansonsten komplett hops und das ist nicht so cool. Ja, jetzt bin ich auf die Snort 2 umgestiegen und ich habe alles probiert, da den Bildschirm auf den Computer zu kriegen. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe mir so eine Mirroring-Software geholt, 60 Euro Lifetime-Gedöns, aber da gab es halt 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, ne? Ich habe es probiert eine halbe Stunde. Bestmögliche Qualitätseinstellungen und das sieht absolut schrecklich aus vom Handy. Obwohl es mit LAN ist, also mit dem USB-Kabel, was ich überhaupt nicht verstehe. Und ja, so habe ich mir gedacht, gut, Geld-Zurück-Garantie direkt Refund eingeordert, ne, beim Support. Gucken wir mal, wie schnell das geht. 60 Euro ist natürlich schon eine Menge Geld, aber wie gesagt, wäre es mir wert gewesen, wenn das Bild gut gewesen wäre, aber war es halt nicht. Es ist ja sozusagen ein Business-Investment, weil ich ja hiermit auch Geld verdiene etc. Aber das war schon ziemlich schade, sage ich mal. Da habe ich ein bisschen mehr erwartet. Ich habe das Bild jetzt aktuell nicht hinbekommen, mit meiner Elgato hat es auch nicht funktioniert, mit so einem HDMI-Adapter, den ich geholt habe. Ich war mal überlegen, ob es eventuell damit zu tun hat, dass ich den falschen Adapter habe, aber keine Ahnung. Ich weiß es letzten Endes nicht. So, lassen wir das durch. Ha, schwierig. Ich will jetzt auch keinen Eissturm schilden, aber ich glaube, wir schilden einfach mal. Okay, es ist ein Spuckball. Sehr gut. Und jetzt habe ich den Köder drin. Ist jetzt nur ein Ratespiel. Ja, trifft Zepeli gegen Apokalypt, ist es irgendwie Fiddy-Fiddy. Ja, der gewinnt aber den Gleichstand. Alright. Und der Köder kam durch. Und jetzt habe ich den Vorteil, denn jetzt kriege ich hier den Spuckball durch. Und kriege dadurch dann höchstwahrscheinlich deinen zweiten Schild. Nee, kriege ich nicht. Alright, Führung ist da. Kann aber sein, dass wir direkt rausgehen, weil der Apokalypt noch bei guter HP ist. Gucken wir mal, was das Matchup sein wird. Ein Charmer. Alright, für die Nara gehen wir direkt raus auf unser Gift-Pokémon. Wir haben nämlich noch eine zweite Charm-Antwort. Sieht merkwürdig aus, aber wie gesagt, jetzt kriegen wir das Mewtwo rausgeködert. Und können das Mewtwo halt auch einfach wegballern hier. Und wir haben gegen Filinara halt, wie gesagt, wir haben zwei Charm-Antworten hinten. Das heißt, ich kann gegen Charm ruhig eine Antwort rausholen. Der Gegner schildert den Blättersturm. Not bad, man, not bad. Schaff sogar noch hier den Meteorologen. Ich weiß aber nicht so recht, ob mich das freuen soll oder nicht. Warten wir mal ab. Weil du hast mich jetzt hier komplett runtergefarmt. Aber du bist nur ein Rüstungs-Mewtwo. Auch wenn du Konfusion hast, überlebe ich nicht sogar einen Psychostoß? Mir überlegen, ob ich hier vielleicht aggressiv. Die Bürde kam durch. Ich will mal wissen, wie viel Schaden das macht. Rein aus Interesse, weil ich werde jetzt wahrscheinlich die nächsten Tage eher den Remix Cup spielen, wie gesagt, weil der anscheinend ein bisschen abwärts. Das macht ja gar nichts. Das muss ich ja gar nicht schildern. Was ist das denn? Das ist ja. Mach Abflug hier. So, den zweiten müssen wir jetzt aber schildern. So. Und wenn jetzt für die Nara kommt, was es auch tut, gehen wir hier direkt raus auf unser Tornuptu und Tornuptu. Resistiert den Charme-Angriffen. Felinara hat relativ teure Ladeangriffe. Das kriegt jetzt, was war das? Psychoschock, ne? Das ist auch ein bisschen günstiger als die ganzen anderen Moves. Psychoschock ist relativ günstig hier in dem Game, ne? Ja, ja, ja. Und hallo? Du widersetzt dich mir. Ich weiß nicht. Ach, wow. Der hat sogar die Zuflucht drauf. Was ist das denn für ein Typ? Da hat er eine Top-Lade-TM wahrscheinlich. Ja, klar, der muss eine Top-Lade-TM dafür genutzt haben, ne? Sonst wäre das ja nicht möglich. Ich meine, es gab letztens ein Event, aber da konnte man noch nicht so viel Linare entwickeln. Wow, okay, nicht schlecht, Herr Specht. Also das war schon ziemlich decent. Ich muss aber echt mal nachgucken. Konfusion gibt. Ich meine, waren es nicht. Konfusion war doch. Ja, sieht man wieder den Profi hier. Konfusion waren ziemlich genau. Was? Konfusion war 11 Energie, oder? Konfusion war 11 Energie. Ich muss mal kurz bei PvPoke jetzt selber nachgucken. Konfusion waren 11 Energie. Eine Stunde ist 20. Konfusion braucht einen Turn weniger. Ein wahrer Profi. Ja, ein wahrer Profi, wie man ihn kennt. Aber das sind so Situationen, da muss man einfach mal nachgucken. Ja. Weil das ist wichtig. So, Konfusion. Jetzt kann ich nicht rechtzeitig nachgucken. Armored Mewtwo ist. Okay, Gegner wechselt raus auf Apokalypse. Okay, nice lag. Ich bin by the way ein 100er, das heißt, ich gewinne definitiv die Gleichstände.
Apokalypse, dass der Gegner das jetzt hier rausholt, ist natürlich ganz nett für mich. Okay, korrekt geschildert. Ich bin gerade am überlegen, ob ich den jetzt einfach durchlasse. Weil einen überlebe ich auf jeden Fall. Ich gewinne die Gleichstände. Ich will jetzt nicht einen Blutstrahl schilden. Das ist okay, ist okay. Weil wie gesagt, ich gewinne den Gleichstand und ich erreiche den zweiten vor dir. Jetzt hast du leider einen zusätzlich durchbekommen. Das ist ziemlich sad. But fine. Und du schildest nochmal. Okay. Gut, da habe ich natürlich zwei Schilde hier. Oh, gut, dass ich hier geschildert habe im letzten Moment. Der spielt Eisstrahl. Der Dude spielt einfach Eisstrahl und wechselt auf... Fällt der Name nicht ein? Vulnona! Nicht schlecht. Aber ich habe einen riesengroßen Energievorteil. Ich bin auch die Gleichstände, deswegen kann ich dich jetzt hier einfach runtersnacken wie sonst was. Problematisch wird jetzt aber das Apokalyp trotzdem, weil... Ich meine, klar, ich habe noch ein Schild, aber... Ich erreiche meine Angriffe nicht mehr rechtzeitig. Ich habe auch eingeloggt jetzt, ne? Also eigentlich müsste ich committen, aber ich bank jetzt alles auf Tornupto. So Last-Minute-mäßig. Ja, ich muss alles auf Tornupto banken, weil ich nicht rechtzeitig hätte rauswechseln können. Wobei, ich glaube, die Wechselo, die kam, da hätte ich eventuell rauswechseln können. Aber ich glaube, alles hier auf Tornupto zu banken ist okay. Eventuell hätte ich hier sogar noch einmal eine Schande durchbekommen. Ich habe überhaupt nicht mitgezählt. Das ganz nebenbei, so ein bisschen zur Kritik der letzten Folgen. Einfach, weil das viele Leute immer behaupten. Es gibt ganz viele Leute, die behaupten, als ob ich... Ja, ist das dieses eine Stein, weil es jetzt gefehlt hat? Ja klar, es ist eine Steinkante. Ne? Das ist relativ sicher eine Steinkante. Ah, RIP, die überlebe ich auch nicht. Ja, GG. Meine erste Bekanntschaft mit Regirock. Das war ziemlich schnell. Ich habe einmal einen Stein gehabt und ich hätte drei erreichen müssen. Der Gegner... Macht pro Sekunde eine Triplette, sage ich schon, einmal Zielschuss. Das heißt, in der Zeit, wo ich, ja, tatsächlich, der kam, ich glaube, einen Turn vor mir kam er an, weil 5 für mich, 5 für ihn, er generiert aber schnelle Energie, er ist bei 25, im zweiten dann bei 50 und Steinkante braucht Steinkante nicht 70 wie Lichtkanone oder so. I don't know, auf jeden Fall... Close one. Ja, da hätte ich einmal eine schon extra durchbekommen müssen. So. Wechseln wir mal rechtzeitig raus hier. Und der Gegner bleibt drin. Was ist denn hier los? Warum bleibt denn der Gegner in diesem Matchup drin? Aber das ist gut. Das heißt, die Wechsel, die verschiebt sich so ein bisschen. Okay. Und er spielt Nachthieb. Okay. Kriegt, ich habe den Sound nicht an. Wenn ich den Sound jetzt anhätte, wüsste ich, ob er den Boost bekommen hat oder nicht. So habe ich leider absolut keine Ahnung gerade. Muss ich halt anhand des Konterschadens gleich irgendwie berechnen. Oh, und holt einen Charmer rein. Yep. Ich sehe es wieder. Wir sind in einem Elo-Bereich, wo die Leute... What? Zusätzlicher Charm? Das geht doch nicht. How? Ich frag gar nicht mehr. Ich frag gar nicht mehr. So, und jetzt versuchen wir hart runterzufarmen. Aber das geht nicht, weil der Gegner einen zusätzlichen Charm durchbekommen hat. Sonst hätten wir ihn jetzt hier wunderschön runterfarmen können. Ach Gott, ich krieg das Kotzen. Ich krieg in solchen Situationen echt... Brechreiz. Okay, back to Apokalyp. Wir haben einen Angriff auf jeden Fall bereit und... Das ist richtig gut, richtig gut. Wir kriegen hier genug raus, sag ich mal. Voltula, okay. Voltula ist dangerous. Ich meine, ich habe natürlich jetzt den Spukball, klar, aber Voltula ist trotzdem gefährlich. Aber wir kriegen den Schild. Das ist wiederum ganz gut. Eine schon landet auch rechtzeitig. Und... Ah, er geht auf Anfall. Ich war mir überlegen, nicht zu schilden. Okay, ich war mir überlegen, nicht zu schilden. Also wirklich jetzt. Aber
Keck Wait. Das ist so ein richtiger Keck Wait-Moment gerade. Wir sollten das trotzdem in der Tasche haben. Ja, wir sollten das trotzdem in der Tasche haben. Ich hätte jetzt nämlich damit gerechnet, dass der Gegner hier noch einen Angriff erreicht, aber... Zwei und ich habe jetzt in der Zeit, wo du deinen dritten machst, meinen Lobo-Kanonade schon wieder bereit. Ja, ja, ja. Nicht schlecht! Ein Eschern ist super, Leute. Ein Eschern macht halt auch so viel Sofort-Attackendruck. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen finde ich ein Eschern richtig, richtig stark. So, wo waren wir jetzt eben stehen geblieben? Konfusion. Ja? Show Stats. Konfusion macht 3 Energie pro Turn. Das heißt, Konfusion generiert 12. Okay? In Zahlen 12 Energie pro Konfusion. Ich war jetzt unsicher, ob es 14 oder 11 waren. Am Ende waren es 12. Not bad, ja? So weit daneben kann man auch liegen, ne? Wenn man Regi heißt. Macht aber dafür auch 4.8 Damage per Turn. Das sind also 19.2 Damage in den 4 Turns. Interessant auf jeden Fall. Ja, Rüstungs-Mewtwo. Könnte ich mir in der Theorie auch bauen. So, wir haben 2 Pflanzenkonter. Das heißt, wir gehen einfach mal in eines der Pflanzenkonter. Und der Gegner wechselt Gala Gladii ein. Alright. Gala Gladii ist natürlich nicht so nett. Ja. Garnier Galagladi. Ist mir Garnier dann einfach der Ersatz für... Okay. Ist Galagladi dann einfach der... Die Galagladi ist ja schon. Garnier der Ersatz für Bisaflor? In solchen Teams? Wahrscheinlich, ne? Wupp. Oh, 2 Schilde bekommen. Ja, das ist doch mal super. 5 Konfusionen waren das, ne? Okay. Interesting. Der Gegner will. Baut aber ordentlich Energie auf. Lassen wir eine Laubklinge durch. Weil einen überleben wir sehr sicher. War es hier richtig, auf dem Luftstrahl zu gehen? Eventuell banke ich alles auf Tonopu, by the way. Ja, ich bank alles auf Tornado. Nice. Garnier kommt. Das ist nur eine Flora-Statue, definitiv. Die Schilden gehen auf 100 Energie hoch. Aber ich schilde sie trotzdem mal, weil wie gesagt, no risks. So. Das ist gar klar, die hat eine Laubklinge. Vielleicht sogar ein CC, da muss ich aufpassen. Da muss ich sowas von aufpassen. Eieieiei. Ich konnte es nämlich nicht runterfahren, weil der Gegner gut rausgegangen ist. Ja, das war klar. Okay. Müssen wir schilden, weil es ein CC sein kann. Definitiv, also ein Nahkampf. Yep, müssen wir definitiv schilden. Der Gegner kann auch nicht rauswechseln, wegen der Wechseluhr. Das heißt, wir kriegen hier nochmal einen Eschern raus. Und jetzt hängt es davon ab, was das letzte Pokémon ist. Selbst wenn es ein Wasser-Pokémon ist. Ah, Flunschlick. Hier ist ein Eschern richtig gut, weil wir hier guten Schaden drauf bekommen. Und dieser Schaden könnte dafür ausreichen, dass wir eventuell... Ah, es wird kritisch. Ja. Ich glaube nämlich... Ich glaube, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Oder? Oder? Der Steinhagel nimmt mich raus. Apoqualyp, wie sieht's mit dir aus? Oh, Apoqualyp! Du Legende! Du Legende! Ja, 100er Apoqualyp, nicht die besten Stats für PvP, also minimal, aber nicht schlecht. Flunschlick, ich habe mittlerweile fast genug XL-Bombons, aber ich habe kein gutes Flunschlick. Ich habe einen 14, 15, 15er. Das ist mein Bestes. Deswegen kann ich meinen Flunschlick nicht pushen. Und ich warte, dass ich vielleicht mal 100er bekomme. Da müssen wir aber noch ein bisschen abwarten. Yo, Casual 4 zu 1, das Team ist cool, das Team macht Spaß. Vielleicht probiere ich nochmal die Dunkelklauen-Variante aus. Videos kommen jetzt regelmäßiger, wie bereits erwähnt. Das Problem war ja, das habe ich euch ja schon geschildert, ich wollte auf mein neues Handy warten. Aber irgendwie hat das jetzt nicht so geklappt und wir spielen weiter auf meinem Tablet. Aber ich sehe es positiv. Ich spiele jetzt einfach privat die Sets, die ich spiele, auf dem Handy, die ich nicht aufnehme. Den Rest recorde ich einfach mit dem Tablet weiterhin. Erstmal, bis ich da halt was finde. Es war ein erfolgreicher, ein erfolgreiches Set auf jeden Fall. Kleine Statusmeldung für euch. 2600. Wir haben noch
bis Seasonende. Moment, Go Battle Night ist am 11. Wir haben doch sogar noch eine Go Battle Night dazwischen. Wir haben noch ungefähr, ich glaube, 2 Wochen. 2 Wochen für Legend, 400 Punkte, mehr als möglich. Vor allen Dingen, wenn wir halt weiter in Kunstland punkten. Heute war so ein Tag, wobei ich am Anfang natürlich einmal 0,5 und einmal 1,4 gegangen bin, ja? Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wären wir jetzt bei 2750, aber egal. Leute, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Haut rein, macht's gut und bis morgen. Euer Regi. Lasst einen Daumen nach oben da, ihr seid like-faul. Das ist nicht gut. Macht's gut.